Willkommen zurück zu The Strain 2. Für euch ist ein schöner Tag der Ruhe vergangen. Für mich ist das hier einfach direkt hinterher. Ich bin schon gestresst genug. Wir sind jetzt in der Qual angekommen, im Kapitel 1. Bisher war das nur ein Prolog. Oh Mann. Weiter geht's. Ich bin so verdammt verwirrt. Das Ding hat mich erwischt. Hoffnung? Er hat mich verlassen. Wahnvorstellung Teil 1. Alter, ich gehe einfach nach Hause. Na, 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 die Finsternis umarmt mich. Ich lasse es hier schon. Das sind Verträge. Verträge, welche von meinen Kunden und mir unterzeichnet wurden. Mrs. Goodwin, Mr. Taylor. Ich habe die Risiken nicht verstanden, als ich sie bat zu unterzeichnen. Wenn doch nur... Ein Speicherpunkt. Und ich kann die Folge jetzt noch nicht beenden, also muss ich wohl noch weitermachen. Doppelt speichern hält besser, habe ich gehört. Oh Gott. Da soll ich scheinbar nicht hin. Soll ich zurücklaufen? Hast du Angst, Junge? Wer ist das? Nee, da ist niemand. Oder soll ich nochmal richtig tief reinlaufen? Wahrscheinlich, ja. Ne, jetzt kommt... Ne, doch nicht. Der Controller spackt man schon ein bisschen rum. Das macht's nur noch schlimmer. Ne, hier ist noch nichts. Noch immer Angst vor der Dunkelheit? Sieh dich an, ein erwachsener Mann, verängstigt von seinem eigenen Schatten. Dann zeig dich einfach. Hallo? Wie fühlt sie sich an, die Dunkelheit? Wie fühlt es sich an, nun zu verlieren? Wer ist da? Du erntest, was du siehst. Um deine Frage zu beantworten, ich bin Quark. Lass mich einfach in Ruhe. Ich hatte genug von dir. Ich werde nicht einfach verschwinden. Ich mag bösartig erscheinen, aber niemand kann ohne mich überleben. Ich habe dich so lange gespürt. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Bitte, lass dich einfach in Ruhe. Ich brauche dich nicht. Du verstehst es einfach nicht, oder? Du würdest nichts lernen. Ohne mich. Mein Bestreben ist es, dich leiden zu lassen. Und indem ich das tue, halte ich dich auf Trab. Fick dich! Du kannst mir nicht mehr wehtun! Bald, mein Freund. Oh Mann.
Also die Eltern, die kenne ich aus dem ersten Teil noch. Mutter, Vater, warum seid ihr hier? Was ist das? Wir sind Teil deiner Erinnerung. Wir sind deine Eltern. Wir sind nicht Vernunft, Hoffnung, Liebe oder irgendjemand sonst. Aber wir handeln als deren Werkzeuge, an Orten, welche sie nicht erreichen können. Du bist an einem dunklen Ort, Sohn. Wie fühlst du dich, Süßer? Ich weiß nicht. Ein Moment eben. So, sorry. Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt etwas fühle. Und das ist genau der Grund, warum wir hier sind, Sohn. Dein Vater hat recht. Wir sind hier, um dich daran zu erinnern, dass noch nicht alles verloren ist. Es gibt immer Hoffnung. Etwas, wofür es sich lohnt zu kämpfen. Wir verstehen, dass es schwer sein muss, weiterzumachen, Sohn. Ich vermisse euch so sehr. Seid ihr in Ordnung? Macht ihr uns keine Sorgen, Süßer. Wir werden uns tatsächlich wiedersehen, aber dieser Zeitpunkt ist nicht jetzt. Bringen wir es einfach hinter uns, damit wir von dir wegkommen, Liebes. Du hast recht, Schatz. Der Kaffee hier ist furchtbar. Sohn, wir wurden von Liebe geschickt. Dieser dunkle Ort, du musst ausbrechen von hier. Ansonsten wird er dich langsam verschlingen. Ich mag diesen Ort auch nicht. Was soll ich tun? Schließe deine Augen, Sohn. Atme tief ein und konzentriere dich, mein Schatz. Stell dir ein Licht vor. Das sieht aus wie Dunkelheit, nicht wie Licht. Drücke E, um deine Augen zu öffnen. Also X, um deine Augen zu öffnen. Okay. Das ist was anderes. Ja, finde ich auch schöner. La la la, reicht dir Hoffnung, Teil 1. Hier ist so schön. Das ist eine Sägebank. Hier ist auch etwas Holz, möglicherweise dafür, den Zaun zu reparieren. Vielleicht brauchen wir noch eine Säge. Okay, die Dunkelheit ist nicht so geil. Wir bleiben hier. Warum weiterspielen? Wir können einfach hier bleiben. Ist doch auch nicht schlecht, oder? Kann man doch mitleben. Ein bisschen einsam hier, aber sonst. Besser als da unten in der Qual zu hocken. Naja, ich muss wohl, ja? Oh. Diesem Zaun fehlt ein Stück. Ich bin fast versucht, ihn zu reparieren. Das ist unser Auftrag hier. Eine Kartoffelplantage. Ich liebe den Geruch. Kartoffeln also, ja. Gehen wir erstmal nach rechts weiter, bevor wir ins Haus gehen. Okay, hier ist noch... Okay, den Schuppen gehen wir direkt rein, alles klar. Das muss der Werkzeugschuppen sein. Ich sollte nicht herumstöbern. Ja gut, ich meine, wenn wir eine Säge brauchen, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, drin rumzustöbern. Aber gut, gehen wir erstmal in das Haus. Ist doch schön hier. Was ein entzückendes kleines Haus. Ich frage mich, wer darin wohnt. Schatz? Hast du den Zaun bereits repariert? Entschuldige, nein, noch nicht. Nimm dir ruhig Zeit, mein Schatz. In der Zwischenzeit backe ich einen Apfelkuchen. Okay. Okay, jetzt müssen wir... Süßer? Ich erkenne ihre Stimme nicht. Sie klang, als wäre sie in meinem Alter. Ich muss zugeben, das fühlte sich sehr angenehm an. Kann ich verstehen. Das ist deine Wünsche und Träume, deine Hoffnung hier. So hättest du es gerne gehabt. So ist es nicht gekommen. Es muss hier einen Hammer geben.
schauen wir mal. Wir brauchen anscheinend einen Hammer. Wechselsiegel schon da. Wir brauchen den Hammer nur, um den Zaunpfosten zu befestigen, ne? Ich hab's. Ah, dieses Geräusch, ne? Also, das ist gemütlich. Es ist so still und ruhig hier. Ich mag das irgendwie. Ja, gut, ich bin jetzt nicht so unbedingt der Freund von absoluter Stille und Ruhe, aber viele Menschen mögen das. Ich meine, gut, das ist immer noch besser als die schaurigen Geräusche in irgendwelchen Qualgebieten. So nicht. So, dann wollen wir mal. Repariere den Zaun, hat sie gesagt. Okay, ich muss die Bretter etwas kürzer sägen. Das sollte passen. Ich repariere den Zaun. Okay, ich benötige einen Hammer und ein paar Nägel. Nägel hat anscheinend dabei. Das sollte halten. Ich hätte nie gedacht, dass mir so etwas gefallen würde. Gut, ich möchte, ich sag mal so, das Spiel wahrscheinlich sagen, was er möchte, ne? Da muss man dazu sagen, das ist nicht für jeden was. Manche meinen ja immer, ja, das ist das einzig wahre Leben. Das ist ja Blödsinn. Ja, manche sind so gestrickt, manche sind anders gestrickt. Und nicht jeder möchte in so einer Art Welt leben. Aber für ihn ist es anscheinend genau das, was er wollte. Jetzt haben wir den Zaun repariert, also können wir vielleicht sie kennenlernen? Ist sie auch die Hoffnung? Oh Gott, hast du mich erschreckt. Vernunft. Geht's noch? Du hast mich gerade fast zu Tode erschreckt. Amüsierst du dich? Ja, ich denke, das tue ich. Ich habe das Gefühl, mich zu wiederholen. Aber was ist das für ein Ort? Ich bin so froh, dieses kleine Lächeln auf deinem Gesicht zu sehen. Du bist in dem Reich von Hoffnung. Dieser Ort ist eine Illusion, aber er reflektiert die Realität. Illusion? Ja, ich habe mir gedacht, dass ich nicht hierbleiben kann. Jetzt werde nicht gleich schwermütig. Ich habe dir gesagt, dass er die Realität reflektiert, stimmt's? Was soll das überhaupt bedeuten? Sieh dich einfach um. Warum sollte dies nicht deine Zukunft sein? Warum sollte ich etwas wie das verdienen? All dieses Leben, all diese Leben, die ich ruiniert habe. Du bist viel zu hart zu dir selbst. Du hast nur deine Arbeit getan. Alles, was du brauchst, war eine Richtungsänderung. Aber du hast alles so tief in deiner Seele eindringen lassen. Vielen Dank. Ich habe es versucht, weißt du? Aber es war keine einfache Aufgabe. Ich habe mich hängen lassen. Nun, dies ist deine Reise zur Genesung. Es soll nicht einfach sein. Es ist eine gute Chance, sich noch ein wenig mehr umzusehen. Fülle deine Batterien mit diesem energiegeladenen Licht auf. Du wirst es brauchen, an den dunklen Orten. Das glaube ich auch. Danke sehr, Vernunft. Ich werde mein Bestes geben. Es wird dunkler hier, ne? Hey. Okay. Ich komme rein. Wäre zu schön gewesen. So weit sind wir noch nicht, ja? Großartig. Zurück in der beschissenen Welt. Der Konflikt. Okay, wir haben eine zugenagelte Tür, einen rauschenden Fernseher und eine einzige Tür, die wir öffnen können. Also. Hallo, der Herr. Unter Fremden. Oh.
Hat aber einen ordentlichen Kopf. Ich kann ihn nicht ansprechen. Also ich drücke gerade X, es passiert nichts. Oh. Du suchst wahrscheinlich nach Mr. Blackwell. Such nicht weiter. Hier bin ich. Warum sollte ich nach Ihnen suchen? Ist das nicht offensichtlich? Du bist gekommen, um mich live zu sehen. Offensichtlich ist mir mein Ruf vorausgeeilt. Genau, also was machen Sie? Spielst du noch immer den Unwissenden? In Ordnung, ich spiele mit. Ich bin ein Mann mit vielen Errungenschaften. Ich bin tapfer, furchtlos, attraktiv und ziemlich beliebt bei den Frauen. Wie auch immer, ich, George Blackwell, bin der Meister der Karten. Ich bin unbesiegbar. Schön für Sie. Nun, ich muss gehen. Warte, warte. Es gibt noch mehr. Ich könnte weiter und weiter über meine Taten sprechen. Aber du bist neu hier. Habe ich recht? Gut bemerkt. In diesem Fall, lass mich dir etwas erklären. Wir sind irgendwie... Nun, du könntest sagen, wir stecken hier fest. Was sie nicht sagen? Siehst du den Gorilla dort drüben? Einmal am Tag kann einer von uns gehen. Aber nur für ein paar Stunden. Reden Sie weiter. Wir haben diese Abmachung mit den anderen Leuten. Einmal am Tag spielen wir Karten und der Gewinner erhält das Recht zu gehen. Eine Gelegenheit, das Rätsel hinter der Tür zu lösen. Okay, das ist überhaupt nicht verrückt. Glücklicherweise bin ich der Meister der Karten. Ich habe nie verloren, weshalb ich es bin, der am Ende jedes Tages durch diese Tür geht. Ich verstehe, Sie sind gut. Denken Sie, ich könnte teilnehmen? Du? Gegen mich? Sicher, Kleiner. Das wäre urkomisch. Ich freue mich darauf. Okay. Wohin gedenkst du zu gehen? Das ist mein Raum, weißt du? Entschuldigung. Kann nicht durch? Vielleicht später. Da darf ich rein, okay. Mit ihr kann ich scheinbar nicht selektiv reden. Nee. Aber bestimmt mit ihm. Hey, was machen Sie da? Das ist unhöflich, wissen Sie? Hey! Hör auf, mich anzuschreien und lass mich in Ruhe. Hey! Ruhe! Hey! Warum solltest du... Entschuldigen Sie, benötigen Sie Hilfe bei dem Rätsel? Nein, ich schaffe das. Hör auf, unseren Gast anzubrüllen. Würdest du dir nicht von ihm helfen lassen? Du hast bereits Tage mit diesem Teil verbracht. Ruhe, Frau. Mister, so schreist du mich nicht an. Du gibst ihm besser das Rätsel. Ansonsten... Tut mir leid, meine Liebe. Schön. Niemals wirst du es lösen können. Ich werde es versuchen. Dankeschön. Was auch immer. Okay, kann ich das jederzeit angucken, oder... Nee, ich kann es nicht jederzeit lösen. Muss ich anscheinend erst was anderes für finden. Ist ein Anfang. Lauschen können wir hier, okay? Da ist etwas faul an ihm. Ich weiß. Gegen alle Wahrscheinlichkeiten gewinnt er weiterhin. Früher oder später wird sich sein Glück wenden. Dennoch war es dumm, sich auf seine Bedingungen einzulassen. Heute ist unser Moment zu glänzen. Ich hoffe es, Liebling.
Okay, weiter werde ich nicht gehen können, oder? Naja gut, ich meine, die Finsternis sagt alles. Kann ich durch? Vielleicht später. Okay. Mit ihr Rätsel? Okay. Komm, Mr. Blackwell ist doch so perfekt, der kann doch jedes Rätsel lösen, oder? Sie sehen wie ein cleverer Mann aus. Oh, danke schön. Benötigst du etwas? Ich habe Probleme, dieses Rätsel zu lösen. Könnten Sie mir vielleicht helfen? Du bist zum richtigen Mann dafür gekommen. Ich, George Blackwell, bin der Meister der Rätsel. Gib rüber, bitte. Hier, bitte sehr. Jetzt lass mich nur noch konzentrieren und das sollte nicht lange dauern. Alles klar. Dann konzentriere ich. Ist er jetzt so abgelenkt, dass ich in sein Zimmer rein kann? Alles klar. Blackwells Zimmer. Sein Eigenporträt ist ein bisschen unheimlich. Das ist ein Safe aus massivem Stahl. Versteckt der etwas? Ich benötige die Kombination, um es herauszufinden. Okay. Die haben wir natürlich nicht. Oh. Okay. Ich benötige nur einen Stift, damit ich die Lösung aufschreiben kann. Dieses Kind wird erstaunt sein zu sehen, wie unglaublich ich bin. Vielleicht belohnt er mich sogar. Oh, aufregend. Okay, Georgie, Junge. Konzentrier dich. Die Kombination 6, 4, 9. Sesam, öffne dich. Alles klar. Jetzt, wo ich meinen Stift habe. 6, 4, 9. Warte nur. Vielleicht sollte ich mich etwas aufbrezeln, um das Kind wirklich zu beeindrucken. Ja, ich glaube, das würde ihn sehr beeindrucken, aber bitte nicht mit neuer Kleidung. Oh, scheiße. Auf der anderen Seite wäre das zu viel. Ja, ich muss cool bleiben. Zeit zu beeindrucken. Das war knapp. Sechs, vier, neun, ne? Puh, das war knapp. Überhaupt nicht unangenehm. Sechs? Okay, ich muss es mir gar nicht merken. Vier. Neun. Was zum Teufel ist das für ein Teil? Oh, ich verstehe. Er betrügt beim Kartenspiel. Dieses Werkzeug holt ein Ass aus seinem Ärmel. Kein Wunder, dass er immer gewinnt. Ich denke, ich könnte ihn einfach sabotieren. Das sollte funktionieren. Er wird nichts merken, bevor es zu spät ist. Oh Gott. Was hier dieses komische Siegel-Augen-Ding. Und tschüss. Ich bleibe hier keine Sekunde länger als nötig. Ich würde sagen, bevor wir jetzt noch tiefer in die Situation hereintreten, speichern wir. Dann kann ich auch meine Nerven beruhigen. Und meinen Hals, der ein bisschen im Husten war. Dafür bitte ich auch zu entschuldigen. Gut. Ich danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht mit Distrained 2. Bye, bye.